Tja, irgendwie stelle ich mich heute besonders dumm an und dann den Tag davor auch. Ich wollte euch den Inhalt der Standard Lucky Bag zeigen von Beautylish, die ich mir auch letztes Jahr bestellt habe. Kostet 75 Dollar plus 18 Dollar um ein paar zerquetschte. Insgesamt habe ich 103 Dollar und 20 bezahlt. Also mit Versand, mit Tax, mit allem drum und dran. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was drin ist. Und jetzt bin ich selber gespannt, weil ich nämlich über ein bestimmtes Produkt etwas erfahren habe, was mich etwas traurig macht, weil ich gedacht habe, es wäre etwas anders. Aber wir fangen mal an. Also, einer der ersten Sachen, die ich sofort gesehen hatte, war eine Visiart-Palette, die 50 Dollar kostet bei Beautylish. Sie heißt Violet Vespertine. Und ist ein bisschen bräunlicher, als ich es gerne hätte, aber es sind tatsächlich violettbräunliche Töne, die eher ins Violett als ins Bräunliche gehen. Also meine Hoffnung ist wirklich groß, dass sie funktioniert. Und ja, ich habe schon reingelangt. Ich habe zweimal schon reingelangt. Gestern hatte ich euch ganz enthusiastisch ganz tolle Swatches gemacht und ja, leider war das Video wirklich sogar für meine Verhältnisse. Gut, dann als nächstes hatten wir drin von God Municules. Ja, ich weiß, ich spreche es verkehrt aus. Das ist ja die Eigenmarke von Beautylish. Ist halt ein bisschen wie The Ordinary. Hier ist alles aufgeführt, genau was drin ist. Ich hatte da schon mal was von, aber ich glaube, ich habe bis jetzt noch nichts von dem benutzt. Es ist ein Cleansing Gel und ich freue mich sehr darauf, es auszuprobieren. Und hier sieht man noch meine Lidschattenpatzer darauf. Was ich auch als erstes gesehen hatte, als ich die Plastiktüte in der Hand hatte von denen, war: Ich habe auch was für ein Natasha Denona. Ich halte es euch verkehrt rum, ne? Diese hier, auch diese gibt mir die Hoffnung, dass ich sie nutzbar für mich machen kann. Trotz sehr orangige Töne, weil das zum Beispiel eher ein Kupfer ist mit Schwarz. Das ist halt eine ganz normale Farbe für alles. Auch dieser hier ist wunderbar für mich, bloß die zwei setzen mich etwas vor. Ihr wisst schon. Was haben wir noch hier drin? Nicht mehr viel tatsächlich. Doch, wir haben hier noch von Surratt. Das habe ich, also ihre Verpackung ist wunderhübsch. Hier mit diesem Goldi-Zeug. Das sieht ja ein bisschen aus wie Opium, ne? Bloß zu lesen für eine ältliche Dame wie mich. Dame. Könnt ihr vergessen, aber ältlich bleibt bestehen, war es etwas schwer zu lesen. Das ist ein Lippenstift, also ein Lipgloss in dieser Farbe, der hoffentlich, doch ich habe ihn schon ausprobiert, der ist so, dass er meine Lippen so einfärbt, dass sie ein bisschen hübscher werden, ein bisschen feuchter. Was man ja so als ältliche Dame ganz gut brauchen kann. Wie schon gesagt, streicht die Dame, streicht die Dame. Und ja, schmeiß weg. Ich habe das noch nie gezählt. Das sind bis jetzt die Sachen, die wir da rausgezogen haben. Dann gibt es noch, und jetzt bin ich gespannt, ich hoffe es ja immer noch, habe ich hier das hier, und dann muss ich mal drauf gucken. Es steht nicht drauf. Also ich hoffe immer noch, ich muss dann tatsächlich mal gleich gucken, tatsächlich, tatsächlich. Das ist eine Nachtmaske. Und ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es eine Maske fürs Gesicht ist. Und jetzt werde ich eben kurz mal auf den Pauseknopf drücken, um
mal einen Blick auf Google zu werfen oder später. Wie auch immer, ich bin davon ausgegangen, es ist eine Gesichtsmaske. Es kann aber befürchten, könnte auch sein, dass es eine Maske für die Haare ist, was ich dann sehr traurig empfinden würde, weil über eine Nachtmaske würde ich mich sehr freuen. Die Firma kenne ich nicht. R&Co Bleu. Das ist so eine Luxusvariante von R&Co. Es ist auch wirklich schön gemacht. Hier ist noch mal ein Spatel extra drin. Aber ganz ehrlich, Leute, so ein Spatel nimmt man doch nicht für eine Haarmaske, oder? Was meint ihr? Also ich muss da wirklich, wirklich nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also, dann sollte irgendwo auch Hair drauf stehen, ne? Hair. Nein, also ich sehe da nichts. So fancy sieht der Pott aus. Na, wie schon gesagt, auch hier schon die Verpackung sehr edel. Und wie Claudia immer so schön sagt von Claudis Welt, wenn ein Zettel drin liegt, dann ist er teuer. Hier steht nochmal drauf, dass pro verkauftes Ding ein Baumwoll gesetzt wird. Und was ich total süß finde, diese Karte ist mit Samen versetzt. Du kannst sie also einsetzen und Blümchen. Leider steht nicht drauf, was für Blümchen, aber irgendwelche Blümchen kommen da raus. Oder man recycelt es einfach, indem man es halt, ne, recycelt, wie so ist. Das ist sehr, sehr lieb und sehr, sehr nett und klingt auch ganz toll. Bloß gekauft hätte ich das auf gar keinen Fall, weil da mache ich mal hier schon mal den Spoiler. Das Ding kostet $188. Für die Amis wahrscheinlich eher 150 und ein paar zerquetschte, weil bei denen ist ja irgendwie die Seite wohl dann ohne Steuern zu sehen und bei uns ist das ja schon alles mit Steuern abgesegnet. Wenn ich das auf meiner deutschen Beautylish-Variante gucke und da kostet das $188. Lasst euch das mal auf den Zunge zergehen. $188 für 50,6 Gramm Maske. Ich bin immer noch so, was zur Hölle? Es ist eine Maske. Ja gut. Aber ich traue ja ehrlich gesagt mehr zu als diese komische C-Dingens. So, und als letztes habe ich tatsächlich, das ist wirklich das letzte, habe ich schon erwähnt, tatsächlich. Als letztes kommt das hier. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich hier nicht rumschmiere. Ich schmiere schon rum. Als letztes kommt das hier. Ein ganzes Set an Pinseln. Mit dazu passendem, ne, Teil dazu. Und die Pinsel sind von Unit. Ich bin mir, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch diese Marke eine Eigenmarke von Beautylish ist. Und ich habe die weiße Variante, also mir den Blush und Bronzer in weißer Variante und das Augenset in der weißen Variante, also mit weißen Härchen und mit einem gruseligen orangenen Stiel, vor kurzem nochmal neu geholt. Also jetzt habe ich zwei Augensets, weil ich in der ersten Box, die ich jemals von Beautylish hatte, halt Lucky Box, dieses Augenset als Pinsel drin hatte und mich super darin verliebt hatte, weil ich die einfach toll fand. Ja, und da habe ich mir jetzt als Ziel war nochmal dieses Augenset bestellt plus Rouge, Bronzer und Powder Brush. Ich bin mal gespannt, ob die, und ich habe mich hier nicht getraut, die schwarzen zu bestellen, weil ich mich gefragt habe, ob die schwarzen anders drauf sind als die weißen.
Weil die weißen, finde ich wirklich, sind wie super weiche, absolut irre Härchen, die sehr an Nerz oder sowas erinnern. Also sowas hatte ich noch nie gehabt. Ja. Und hier haben wir halt, ne, die verschiedenen Face Brushes. Mach mal hier den Dings runter. Ich sollte es euch auch reinhalten. Das liegt daran, weil ich diesmal nicht mit meiner riesigen Nase ins Bild rutschen möchte. Meiner riesigen, riesigen Nase. Also sie sind auch unterschiedlich. Drei davon sind sehr fluffig. Drei davon sind fester gebunden. Fluffig ist hier die 211. Die 206, der 207. Und fester gebunden ist hier dieser 210. Da bin ich gespannt, wofür ich ihn benutzen möchte. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin sowieso noch etwas überfragt, wo ich wie und wo ich sie benutzen möchte. Erstmal will ich sie haben. Der ist schön festgebunden. Das ist der 208. Der ist so flach gebunden halt ein bisschen. Der hat etwas mehr Widerstand. Und hier der 209 ist halt kurzhaarig, wie man sieht. Der ist auch etwas fester. Und das war's schon. Mehr gibt es bei mir nicht in der Box. Manche haben, glaube ich, noch ein Ding mehr drin. Ich habe nämlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, manche haben 7, aber ich bin mir nicht sicher. Wie auch immer. Aber nochmal. 188 Dollar für die hier. 50 Dollar für die hier. 30 Dollar für die hier. Ich glaube 39 Dollar der Lippi. 12 oder 13 Dollar das Gel und 88 Dollar für Set. 88, sagen wir mal so, 100, fast 200, sind fast 300. 350, 380. Ich würde mal sagen, so 370 würde ich mal überschlagen. 370 Dollar liegen hier. Muss ich mich beschweren bei 103 Dollar mit Versand und Tax? Nö, in keinster Weise. So, jetzt mache ich tatsächlich mal eben kurz Pause, gucke nochmal nach, was diese Creme jetzt wirklich ist. Und dann mache ich euch noch ein paar Swatches und dann war es das. Ja, und heute lade ich es dann irgendwann nochmal hoch, nachdem ich gestern schon stolz verkündet habe, dass es oben ist, das Video. Ja, super Idee. Moment. Oh mein Gott, ich bin so traurig. Oh, ich bin so traurig. Aber gut, dass ich noch die anderen amerikanischen Unboxings davon gesehen habe, weil ich hätte es echt nicht gesehen, ne? Also, es ist tatsächlich eine Haarmaske für 188 Dollar. Mitternachtsmagie. Diese luxuriöse Nachtserum repariert ausgetrocknetes, geschädigtes Haar, während Sie schlafen. Grüner Kaviar, eine Alge, die reich an Spurenelementen, Vitaminen, das Haar zu nähren, wieder aufzubauen und zu revitalisieren. Ich bin so traurig. Schniff, es ist eine Haarmaske. Wie sehr hätte ich mich über ein Gesichtsserum gefreut. Ich habe doch nur kurzes, struppiges, blondiertes, totes Haar. Da brauche ich doch nicht so ein Luxusprodukt für. Das braucht jemand mit meterlangen Härchen. Naturblond, naturbraun und überhaupt. Naja,
Ihr müsst es nicht sehen. Ich habe einen doppelten Dekolleté-Griff, weil es macht mich einfach so fertig. Aber ich muss damit leben. Ein kleines, Tröpfelchen. Also, es tut mir der Seele weh. Schauen wir uns lieber jetzt mal die Swatches an. Fangen wir mal mit Natascha an, ne? Fangen von links nach rechts an. Das heißt also für mich von kalt nach warm. Sieht doch schon mal schön aus, oder? Für jemand, der keinen Braun mag, bin ich echt begeistert. Es ist Natascha. Leute, es ist Natascha, was soll ich sagen? Oh, schön, 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 schön. Und die tun wenigstens nicht so, als wären sie kalt und dann sind sie nicht kalt. Hier. Der hier ist kaum zu sehen, ich weiß. Aber auch der hat eine wirklich schöne, schöne Qualität. Und der ist super schön und ich hoffe, dass der mir hier steht und dass ich die hier in einem Sommer Outfit unterbringen kann. Versuche noch mal eben den Rest hier loszuwerden. Und dann machen wir die letzten zwei. Schauen wir mal. Ihr seht so einen Ziegelton bei beiden. Einmal mit Farbe und einmal ohne Farbe. Der hier, sage ich, ist ein bisschen lederartig. Das könnte so ein bisschen diese Lederdings sein, die sie so mag. Und hier ist halt ein wunderschöner Kupferton. Das ist die kleine Mini von Natascha, die Zendo. Und eigentlich kann ich auch sehr begeistert sein, weil alle bunten und sehr kalten Minis habe ich mir, glaube ich, mittlerweile alle gekauft, oder? Bis auf die erste, die sie hatte. Diese ganz bunte, die aussieht, als wäre sie auf Hawaii entstanden. Das ist also die Mini Zendo und sie ist wunderschön. Jetzt machen wir noch die Visier Art. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja. Ich liebe Visier Art. Visier Art, finde ich, ist wirklich unterschätzt. Viele Leute halten sie halt für langweilig, weil wenn man da drauf guckt, denkt man auch so, ne. Sie haben nie so ein Ding ausgelöst wie Natascha oder die gute Danessa, aber ich finde sie massiv unterschätzt in der breiten Masse, weil die lassen sich unheimlich gut verarbeiten. Ich finde sie sehr gut pigmentiert, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so wirkt, Leute, doch. Also ich habe bis jetzt noch keine Schierereien mit diesen Farben gehabt, noch nie. Also, die sind wirklich, wirklich schön. Und ich finde, auch hier sieht man auf meiner rosa-rot-weißen Haut, ich weiß nicht, ob das unverfälscht drüber bringt, aber ich sehe halt, dass es eher ins, also es ist kein braun Unterton, so ein komischer, wo viele sagen, das ist lila. Für mich sieht das dann immer aus wie überreife Aubergine mit sehr viel Braun im Hintergrund. Das hat es hier irgendwie überhaupt nicht. Hilfe, Hilfe, sind die schön. Und ich glaube wirklich, sie sind kalt genug für mich. Und das finde ich wunderschön. Und sie haben keinen seltsamen Unterton. Guckt mal. Sind die nicht wunderschön? Wunderschön. Und das klebt noch alles an meinen Fingern. Also, ihr müsst wirklich denken, dass sie mit dem Pinsel wirklich gut funktionieren. So, die letzte Reihe. Das ist auch ein super geiler Ton.
schön, oder? Ich finde sie schön. Also dafür, dass ich keine Brauntöne mag, finde ich sie wirklich wunderbar. Und ja, es wackelt, weil ich immer wieder meinen Ellbogen auf die Couch ablege, wo ihr drauf steht. Und nochmal, die wirken jetzt von dem Swatches her jetzt nicht so irre wie viele anderen, aber glaubt mir, die lassen sich wunderbar mit dem Pinsel verarbeiten. Und auch für so eine alte Schrumpelschachtel wie mich sind die wunderschön. Ja, nun, das war's. Wie schon gesagt, seit heute Morgen weiß ich, ich habe eine Haarmaske für $188. Ich bin mich immer noch nicht darüber ein. Echt, das ist unglaublich. Naja. Das ist also mein Fail in der Box. Sonst bin ich super zufrieden. Ich habe viele andere Boxen gesehen, die deutlich wärmer sind. Die haben Van Gogh drin oder wie die arme Nikita's Place. Chiquita's Place, nicht Nikita's, sondern Chiquita's Place. Die gleiche Van Gogh hat, wie sie es letztes Jahr bekommen hat. Ich würde mir wünschen, wenn, irgendwas steht da drin, egal. Ich würde mir wünschen, also man kann ja angeben, Fairy Light zu Light, Light zu Medium und Medium zu Dark oder so in der Richtung. Das ist ja schon mal was. Aber es wäre noch schön, wenn man dann noch dazugeben könnte, zu diesen Sachen, dass man noch Cold oder Warm zuschreiben kann. Ja, das wäre noch nett, damit ich mir solche vielen warmen Sachen, die ich die letzten zweimal bekommen habe und die leider ungenutzt bei mir rumliegen. Ihr wisst schon. Ja, das war die Lucky Bag von Beautylish und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie früher kommt. Wie viele? Was ich nicht verstehe, weil eigentlich die wissen alle doch Bescheid. Das ist nicht das erste Mal, dass sie da bestellen. Und es wird auch auf der Seite gesagt, dass die Dinger erst irgendwann Anfang Januar losgeschickt werden. Ne? Also am 25. Dezember kann man die immer bestellen. Und im Januar werden sie halt losgeschickt. Früher nicht. Naja. Ende. Sonst, ne? Quack, 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 quack. Ich wünsche euch was. Ne? Nur Gutes wollte ich hinzu anfügen.